willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go, wieder eine Infofolge und ihr habt drauf gewartet. Es ist der 4. Dezember und es wurde ja schon angekündigt, dass heute was ganz Besonderes kommen soll. Und mittlerweile müsstet ihr auch alle jetzt die Ingame-Benachrichtigung bekommen haben. Schon bald zeige in Trainerkämpfen in Pokémon Go, was in dir steckt. Und da kam diese Nachricht nämlich rein und da steht ein bisschen was zum neuen PvP-System, Player vs. Player. Da sind auch ein paar Details dabei, aber das ist alles Bullshit. Wir gucken uns nämlich mal hier um. Da steht nämlich einiges mehr und da steht das natürlich ausführlicher und besser. Und dann sieht man auch was. Trainer, seit ihr euer erstes Pokémon gefangen habt, habt ihr eure Teams immer weiter verbessert, um in Raid-Kämpfen gegen legendäre Pokémon zu bestehen. Dabei seid ihr in den letzten 2 Jahren zu unglaublich erfahrenen Trainern geworden. Seid ihr für die nächste große Herausforderung bereit? Bald könnt ihr eure Fähigkeiten im Kampf gegen andere Trainer in Pokémon Go beweisen. Und dann seht ihr hier schon mal einen Screenshot, wie das dann aussieht, wenn ihr kämpft in dieser Battle Arena, beziehungsweise hat da einer mit einem Stück Kreide einfach ein paar Umrisse auf die Wiese gemalt. Und ja, sieht natürlich interessant aus. Da seht ihr auch den anderen Trainer, der gegenübersteht, beziehungsweise sein Avatar. Oben die 3 Bälle signalisieren sicherlich eure Pokémon. 3 Stück, die ihr also haben könnt. Eure Attacken sind auch einsatzbereit. Auf dem nächsten Bild seht ihr natürlich hier die 3 Trainer, Blanche, Candela, Spark und diesen QR-Code, den ihr nehmt, genau wie bei den Freundescodes, könnt ihr auch mit dem QR-Code, könnt ihr neue Freunde einfach scannen, dass ihr nicht die ganzen Zahlen eingeben müsst, könnt ihr das alles machen, geht jetzt hier auch, um mit jemandem in der Nähe kämpfen zu können, da braucht ihr nämlich diesen Barcode, aber das steht natürlich weiter alles hier dabei. Ab diesem Monat könnt ihr einen Freund oder einen anderen Trainer jederzeit zum Kampf herausfordern. Verwendet einen Kampfcode, um einen anderen Trainer herauszufordern und stellt ein Team aus 3 Pokémon zusammen. Wer wird wohl als Sieger hervorgehen? Nach einem Trainerkampf erhalten beide Trainer tolle Belohnungen, mit Glück sogar seltene Evolutions-Items. Vielleicht ist ja da sogar der Sinnoh-Stein dabei und so hat man eine weitere Möglichkeit, an den Sinnoh-Stein zu gelangen, nachdem der jetzt ja wieder seltener geworden ist. Hier habt ihr nochmal die 3 Ligen, die es also gibt, die Super-, Ultra- und Master-Liga. Also Hyperliga, Super-Hyper, wie die Bälle auf jeden Fall. Damit die Kämpfe fair sind, müssen die Trainer in der gleichen Liga gegeneinander antreten. Dadurch wird das WP-Limit für die teilnehmenden Pokémon festgelegt. Stärke allein führt euch jedoch nicht zum Sieg. Der Trainer, der klüger und taktischer vorgeht, ist immer im Vorteil. Ob mit einem Raupi oder einem Mewtwo. Wow, ein Level 3 Raid findet statt, krass. Dann seht ihr nochmal, wie das aussieht. Ihr habt also euer... Die haben jetzt die Ultra-Liga ausgewählt, das wäre also die Hyper-Liga bei uns, also auf Deutsch, denke ich mal. Die geht also bis 2500 Wettkampfpunkte. In der Meisterliga gibt es ja keine Obergrenze, in der Super-Liga geht es bis 1500 Wettkampfpunkten und ihr seht, da sind 3 Pokémon mit 2-4, 2-4, 2-4. Da ist er also gut, wenn man nicht alles hochgezogen hat und komplett gemaxt, sondern ein paar so gelassen. Die Kämpfe sind rasant und finden in Echtzeit statt. Wartet also nicht auf euren Zug. Die ausgewählten Pokémon können mit ihren Sofortattacken und Ladeattacken angreifen. Vor dem Kampf könnt ihr sogar Sternenstaub und Bonbons verwenden, um eine zusätzliche Ladeattacke für euer Pokémon freizuschalten. Timing ist alles. Wenn ihr euren Gegner im Auge behaltet und taktisch vorgeht, könnt ihr im richtigen Moment ein Schutzschild einsetzen, um eure Pokémon vor kritischen Schaden zu schützen. Ihr habt jedoch nur eine begrenzte Anzahl dieser Schilde. Wenn sie verbraucht sind, ist euer Pokémon schutzlos. Und das Schutzschild sehen wir hier auch im nächsten Screen. Erinnert mich an irgendwelche Baller-Ego-Shooter-Spiele, wo man dann einfach mit der Railgun durchschießen kann, aber die anderen können dich nicht treffen. Also auch sehr interessant natürlich, wie das hier gehalten wurde. Normalerweise müssen sich Trainer in der Nähe voneinander aufhalten, um sich zum Trainerkampf herauszufordern. Hyperfreunde und beste Freunde können sich jedoch aus jeder Entfernung herausfordern. Ihr könnt eure engsten Freunde also immer und überall zum Kampf herausfordern.
Da wird der Crazy Owls traurig sein, den habe ich nämlich letztens gelöscht als besten Freund. Hab dann gesagt, ist doch kein Problem, ich kann dich doch jederzeit hinzufügen, wir machen ja eh keine Raids miteinander. Wenn wir uns mal sehen, kann ich dich ja wieder annehmen. Jetzt hat das natürlich trotzdem Sinn, dass man beste Freunde hat, die am Ende der Welt sitzen, dass man die herausfordern kann und gegen die battlen kann. Und das ist ja genau das, worauf er gewartet hat, dass er antreten kann, dass er kämpfen kann. Also Grüße gehen raus an Crazy O. Da werde ich sicherlich ein paar Matches mit ihm dann machen. Jetzt seht ihr nochmal, wie das dann aussieht. Trainer 2, sehr einfallsreicher Name auf jeden Fall, gegen Candler. Denn man kann ja auch die eigenen Trainer herausfordern. Möchtet ihr Kampferfahrung sammeln oder eure Fähigkeiten ausbauen? Die Teamleiter Spark, Candler und Blanche warten darauf, euren Mut zu testen. Wenn ihr mit einem Teamleiter trainiert, könnt ihr einmal pro Tag eine Belohnung erhalten, zum Beispiel Sternenstaub, um eure Pokémon zu trainieren. Arbeitet auf die Ass-Trainer-Medaille hin. Und das ist richtig krass, denn es gab ja mal die Ass-Trainer-Medaille, wo man 1000 Mal trainieren musste. Und dann wurde das ganze Arena-System überarbeitet, man konnte gar nicht mehr trainieren. Alle haben sich gefragt, was wird mit der Medaille? Bei manchen wurde die dann auch rausgenommen. Die erscheint gar nicht mehr, wenn man sich neu anmeldet. Jetzt ist die Medaille wieder da. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, eure Medaille zu vergolden, weiterzuführen. Manche waren da kurz vor der 1000, denn ihr braucht 1000 Trainingskämpfe für Gold. Könnt also mit dieser Methode, wenn ihr gegen den eigenen Trainer trainiert, jetzt die Trainer-Trainier-Medaille, die Ass-Trainer-Medaille auf jeden Fall, vergolden, die euch auch noch holen, ist eine coole Sache. Endlich haben sie dafür eine Lösung gefunden. Ich habe erst so gedacht, dass das auch nur einmal geht. Man kann einmal am Tag trainieren. Sprich, wer da neu anfängt, müsste also 1000 Tage trainieren, um die voll zu machen. Aber nein, ihr kriegt nur einmal am Tag eine Belohnung, könnt aber natürlich so oft wie möglich trainieren. Das liegt ganz an euch. Es liegt an euch, eure Pokémon in Form zu bringen. Ihr könnt jedoch nur Meister im Trainerkampf werden, indem ihr rausgeht und Pokémon Go spielt. Das Team von Pokémon Go. Und das sind natürlich richtig gute Neuigkeiten. Also das ist ein Riesen-Update. Ich habe noch gesagt, letztens bin ich der Einzige, den das ein bisschen kalt lässt und so. Aber schon alleine, dass es jetzt auch fette Belohnungen gibt, dass ihr auch mit Typerfreunden und besten Freunden aus der Entfernung einfach euch battlen könnt da Matches austragen und könnt vor allem jetzt auch eure Ass-Trainer-Medaille weiterführen und vergolden, ist das trotzdem eine coole Sache. Jetzt hat sich die ganze Zeit Pokémon eigentlich nur noch auf Raids beschränkt. Viele haben gesagt, das ist gar nicht mehr das Gleiche. Früher ist man raus, hat gefangen, hat entwickelt und gefangen. Jetzt ist man zu Hause geblieben, ist eigentlich nur noch rausgegangen, wenn mal ein Raid irgendwo war, hat sich da getroffen. Das hat das ganze Spiel ein bisschen in eine Richtung gelenkt, aber jetzt gibt es Kämpfe und jetzt gibt es wieder frischen Wind und so muss es sein. Und deshalb danke Niantic, auch wenn alle immer meckern, aber die wissen schon, was sie machen. Meistens ab und zu. Und das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite. Mit diesen Neuigkeiten möchte ich euch jetzt zurücklassen. Wir schauen mal, wann das kommt. Also diesen Monat soll das ja noch erscheinen. Im Dezember. Das ist natürlich ein super Weihnachtsgeschenk von Niantic. Aber das war's von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.